Halleluja! Ich grüße euch aus dem wunderschönen Uganda. Wir haben herrliches Sommerwetter. Es tut mir leid, dass es bei euch schon so kalt ist. Aber ja, wir sind extra gesegnet hier und wir wissen es auch zu schätzen. Heute möchte ich euch eine Botschaft geben, die jeder Christ hören sollte. Und zwar hat Gott jeden von uns berufen, hervorragend zu sein. Und das hat mich jahrelang beschäftigt, denn ich war das ängstlichste Mauerblümchen, was du dir vorstellen kannst. Und in diesen Jahren nachher, also viele Jahre, hat Gott mir gezeigt, welche Menschen er verwendet, um einen großartigen Unterschied auf dieser Welt zu machen. Und da habe ich einige gefunden. Der Jakobus war ein Manipulierer, der Petrus war ein Feigling, der David hatte eine Affäre, Noah hat sich betrunken, Jona rannte weg von Gott, Mose stotterte und war impulsiv, Paulus war ein Mörder, Gideon war unsicher, Miriam war eine Schwätzerin, Martha machte sich um alles Sorgen, Thomas war ein Zweifler, Sarah war ungeduldig, Zachäus war klein, Abraham war alt und Lazarus war tot. Also, habe ich bald einmal erkannt, dass Gott nicht die Begabten beruft, sondern er begabt die Berufenen. Und da habe ich dieses Buch geschrieben, Komm in deine Bestimmung. Den Auftrag habe ich von Gott bekommen und zwar hat er mich gefragt, wie ich mich auf einem Friedhof fühle. Und vor vielen Jahren, jetzt hat sich's geändert, aber da konnte ich auf einem Friedhof nicht länger wie 10, 15 Minuten sein. Ich wurde so depressiv. Und dann habe ich gesagt, Herr, wieso werde ich am Friedhof so depressiv? Dann hat er gesagt, ja, du spürst das Potenzial, das hier begraben liegt, das nie ausgelebt wurde. Alle Berufungen, alle Talente, alle Gaben, die ich den Menschen gegeben habe, aber weil sie nicht bereit waren, den Preis dafür zu bezahlen. Sie wollten nicht ihre Bequemlichkeitszone verlassen. Sie wollten nicht, einfach Veränderung. Sie wollten, dass es ihnen in ihren Problemen besser geht, aber nicht sich verändern. Und so sagt der Herr, du spürst dieses Potenzial, das hier begraben liegt. Und dann habe ich gesagt, ja Herr, wie kann man dem, was willst du mir damit sagen? Sagt er, schreibe ein Buch. Schreibe ein Buch, das heißt, komm in deine Bestimmung. Gott hat dich als Original erschaffen, stirb nicht als Kopie. Du kannst es auf Deutsch und auf Englisch bekommen, auf Deutsch beim SCM Verlag und auf Englisch bei uns in Imst, in unserem Missionswerk Leben in Jesus Christus oder in unserem Büro Vision für Afrika in Sirabuit 37 A6460 Imst. So ihr Lieben, und dann habe ich jahrelang gedacht, was macht einen Menschen groß? Ja. Und da wurde mir sehr bewusst, dass in der westlichen Kultur wir eigentlich sehr geprägt sind mit Leistungsdenken, tun, 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 nicht tun, nicht tun, nicht tun. Und letztendlich wir uns selbst verherrlichen. Aber Gott möchte, dass wir ihn verherrlichen. Und dann habe ich gefragt, wie Jesus das gemacht hat. Und Jesus hat nur gemacht, was er den Vater hat tun sehen. Jesus hat nur gemacht, was er gehört hat, was der Vater spricht. Und das hat er auf Erden gemacht. Und ihr Lieben, da habe ich gebeten, dass der Herr mich in diesen Strom der Gnade und der Gunst kommen lässt, indem ich nicht versuche, mich zu verwirklichen, sondern Gott zu verherrlichen. Und es war ein langer Prozess. Und zwar war der Prozess zuerst von einem religiösen Trip in einen Lebensgehorsam des Seins. Nicht mehr zu tun, 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 sondern einfach zu sein. Und von Gott jeden Tag die Anweisungen zu erwarten und dann das zu tun, was er sagt. Und ihr Lieben, es ist wie Tag und Nacht. Und da möchte ich euch aus 2. Korinther 3, 6 eine Schriftstelle vorlesen, die mich sehr, sehr beschäftigt hat. Er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Ihr Lieben, es geht nicht mehr um ein Erfüllen des Buchstabens, sondern um einen Gehorsam in der Führung durch den Heiligen Geist.
Und da habe ich eine Geschichte bekommen von jemandem, die das sehr gut beschreibt. Ein Mann kam nach Hause und fand sein Haus überschwemmt. Sofort holte er einen Eimer und Tücher und fing an zu wischen. Er wischte und wischte und schwitzte und schwitzte. Er strengte sich unglaublich an. Aber das Wasser schien kein Ende zu nehmen. Irgendwann kamen die Nachbarn und halfen ihm. Doch es wurde nicht besser. Schließlich besuchte er Kurse, wo man lernte, geschickter zu wischen. Auch für Konferenzen gab er viel Geld aus, um eine Lösung für seine Probleme zu finden. Und immer wieder schöpfte er Hoffnung, dass er mit der neuen Anstrengung die Sache endlich in den Griff bekommen würde. Aber es gelang ihm nicht. Und das ist das Problem der westlichen Welt, ihr Lieben. Wir wollen alles in den Griff bekommen. Gott will dich und mich in den Griff bekommen. Das ist ein total neuer Aspekt. Da geht es dir an die Grundsubstanz, meine Liebe oder mein Lieber. Er hatte die besten Absichten bei der Aufgabe völlig hingegeben, setzte alle seine Kräfte ein, strengte sich sehr an, überlegte sich ständig neue Methoden und freute sich über Teilerfolge, aber alles endete immer wieder im Frust. Eines Tages, als er bereits total erschöpft und sehr müde war, er wünschte sich schon den Tod, kam ein Freund vorbei. Dem bekannte er, dass er nicht mehr könne und kapituliere. Daraufhin ging der Freund ins Haus und drehte den Wasserhahn ab. Ja, und das ist das Geheimnis. Der Wasserhahn ist unser Fleisch, ist unser Selbst, wo wir uns selbst verwirklichen wollen, selbst darstellen, uns einfach selbst beweisen. Ich wollte mich jahrelang selbst beweisen. Ich wurde so erzogen, du kannst alles, wenn du nur willst. Und einige meiner Denkmuster waren, jedes gute Werk, das ich sah, war meine Verpflichtung. Ich besuchte Exerzitien und Einkehrtage, weil ich dachte, nur so könnte ich Gott näher kommen. Ich wollte ein guter Mensch werden. Herr Jesus ist nie gekommen, um aus bösen Menschen Gute zu machen, sondern aus Toten Lebendige. Und das ist ein hauchhoher Unterschied. Ich wollte die Welt verbessern. Jede Not war mein Problem. Nein, war ein schmutziges Wort für mich, das Christen nicht gebrauchen sollten. Ich musste geben, auch wenn ich nichts mehr hatte. Das war Blödsinn. Es ging vor allem darum, andere zu lieben, nicht mich selbst. Der Wille Gottes war immer schwer. Nicht zu sündigen war ein ständiger Kampf. Oft wollte ich am Morgen gar nicht aufstehen, weil ich solche Angst hatte, gleich wieder Fehler zu machen, zu sündigen. So tun, 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 nicht tun, nicht tun, nicht tun, waren die treibenden Worte in meinem Herzen. Und wie Peitschenhiebe wirkten die auf mich. Doch dann deckte der Heilige Geist die Motive meines Herzens auf und ich erkannte, warum ich so getrieben war. Ich war voll von Selbstgerechtigkeit, wollte es jedem recht machen, Gott und den Menschen. Ich war voller Stolz und hatte Angst vor Ablehnung. Ich glaubte, dass es möglich sei, mir mit möglichst viel Anstrengung mein Herz zu verändern und mich so zu verhalten, dass Gott mit mir zufrieden wäre. Ihr Lieben, es war ein Karfreitag, als ich zutiefst erkannte, dass ich ein Sünder bin und bleibe und dass ich das aus eigener Kraftanstrengung heraus nicht ändern kann. Ich war am Ende, geistlich, seelisch, körperlich, ein Wrack und hatte nur noch eine Chance zu kapitulieren. Als ich das tat, begann ein neues Leben für mich. Und ich lebe in der permanenten Kapitulation. Ich bin's nicht, ich hab's nicht, ich kann's nicht. Was es im Reich Gottes braucht, um sein Reich auf die Erde zu bringen. Sein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Also, wenn wir mit unserer Weisheit am Ende sind, dann beginnt Gott Wunder zu wirken. Jemand hat mir einmal gesagt, das christliche Leben zu leben ist nicht schwer, es ist absolut unmöglich. Und das stimmt insofern, als dass es absolut unmöglich ist, solange es ohne Christus betrachtet wird, solange er außen vorgelassen wird. Doch wenn wir ihn mit einbeziehen, haben wir für alles, was er sagt, alles, was er ist, und das ist alles, was wir brauchen. Leute fragen mich, wie ich so ein Werk aufbauen konnte, was meine Methoden sind, was meine Geheimnisse sind. Sage ich, mein einziges Geheimnis ist, auf Gott zu hören und dann zu tun, was er sagt. Was er anschafft, was er anfängt, vollendet er
und was er anschafft, bezahlt er. Ich wurde schon oft gefragt, was mein Geheimnis ist, wie ich die Finanzen freisetze, sage ich. Ich habe keine Ahnung, wie man Finanzen freisetzt. Aber im Johannesevangelium heißt es, dass ich ohne ihn nichts tun kann. Also ein Euro für mich zu bekommen, ist genauso schwer wie eine Million. So, warum soll ich mich anstrengen? Sage ich, Vater, wenn du etwas anschaffst, was eine Million Euro kostet, dann musst du eine Million Euro zur Verfügung stellen. Und er tut es, Lieben, aber wir müssen sicher sein, das, was wir tun, hat er vom Himmel her uns beauftragt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich möchte euch wirklich raten, dieses Buch zu kaufen. Komm in deine Bestimmung, beim SCM Verlag. Gott hat dich als Original erschaffen, stirb nicht als Kopie. Denn ich spüre so, viele Menschen sind noch wirklich total in dem Muster, ein gutes Kirchenmitglied zu werden. Jesus hat nie gesagt, dass wir Konfessionen gründen sollen, dass wir Kirchenabhängigkeit machen sollen, Kirchenmitglieder. Er hat gesagt in Matthäus 28, macht euch auf, kommt in Bewegung. Wir sind herumgesessen und macht zu Jüngern alle Nationen und lehrt sie und tauft sie und lehrt sie und ja, schaut, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und wir, was haben wir gemacht? Wir haben versucht, Menschen von uns abhängig zu machen, anstatt von Jesus Christus. Ein Jünger, ihr Lieben, soll so werden wie der Meister. Und unser Meister ist und bleibt Jesus Christus. Und so zu werden wie er, ist eigentlich das einzige Ziel eines Menschen, der sich Christ nennt. Ja, da darf ich dann nochmal vorlesen von Matthäus 28, 19 bis 20. Darum geht zu allen Völkern. Also wir hätten uns voll auf den Weg machen. Aufmachen. Wir sind berufene Missionare. Also geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ich bin sehr dankbar, dass Gott mich noch in meiner vorgerückten Jugend bewegen konnte, mich aufzumachen. Und hier in Uganda Tausende von Menschen zu Jüngern zu machen. Wisst ihr, wir sind Berufene des Königs aller Könige. Und da gibt es drei Gruppen von Menschen. Die erste Gruppe, die machen Dinge geschehen. Die zweite Gruppe beobachtet, was geschieht. Und die dritte Gruppe wundert sich, was geschieht. Zu welcher Gruppe gehörst du? Ja, ich glaube, wir dienen einem hervorragenden Gott und er hat uns nicht dazu berufen, mittelmäßig zu sein, sondern hervorragend. Ja. Wichtig ist aber, wir wären nicht aus eigener Anstrengung hervorragend, sondern nur, weil wir in Christus sind. Wir kommen in unsere Bestimmung, wenn wir uns Jesus, dem Herrn, ganz hingeben. Hundertprozentig. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Wenn wir uns von ihm reinigen lassen und uns dann dazu entscheiden, uns ihm völlig zur Verfügung zu stellen. Du musst dir gar nichts einfallen lassen. Nur sagen, Herr, hier bin ich, verwende mich. Zu deiner Ehre, zum Segen für Menschen und schenk mir Freude, die die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Und dann wirst du sehen, was dann geschieht. In dem Buch habe ich jetzt einige Menschen vorgestellt, die hervorragend waren. Aber zum Beispiel Esther, ein Waisenmädchen. Und da möchte ich noch dazu sagen, im 2. Korinther 12, 9, jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Wisst ihr, Menschen sagen oft zu mir, du verdienst alles Gute. Ich sage, ja, verdienen tue ich nur den Tod. Der Rest ist Gnade und Gunst. In 2. Korinther 12, 9, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Ja, großartige Männer und Frauen werden nicht geboren, sie werden durch das Leben geformt. Deine Entscheidungen in den täglichen Ereignissen deines Lebens entscheiden,
ob du ein Held wirst oder ein Versager. Also die meisten von uns, die Gott verwendet hat, etwas zu tun, kommen aus einem ganz normalen Hintergrund. Wir kommen aus normalen, einfachen Familien und haben in einfachen Berufen gearbeitet. Und vor allem, wir hatten es nicht leicht im Leben. Wir sahen uns vielen Widerständen gegenüber und waren nicht immer diejenigen, die für eine Aufgabe am geeignetsten erschienen. Ich habe zum Herrn ein paar Mal gesagt, Herr, wie kannst du mich wählen? Und einmal hat er gesagt, du bist auch nicht meine erste Wahl. Aha, ich sage, was bin ich dann? Die dritte Wahl. Dann habe ich gesagt, und warum die dritte Wahl? Ich meine, warum hast du mich dann auch noch als dritte Wahl gewählt? Dann hat er gesagt, weil du mir nicht im Wege stehst. Und wisst ihr, ich bin ehrlich gesagt zu dumm, um Gott im Wege zu stehen, aber du auch. Und so habe ich einfach ihm gesagt, er kann mit mir machen, was er will, wie er will, wann er will, wo er will. Er kann mich auf null reduzieren, aber, und das ist der beste Aberglaube, er soll seinen Namen groß machen. Er soll mich so segnen, dass die Welt erkennen muss, dass ich einem ausgesprochen wunderbaren Gott diene. Und ihr Lieben, das hat er gemacht. Ich komme selbst aus dem Staunen nicht heraus. Ich und meine ganzen Mitarbeiter sind überwältigt über die Gunst und die Gnade, das Wohlwollen, das wir genießen, die Versorgung, aber auch wie er uns Menschen zuführt. Die Leute fragen mich jetzt, habe ich über 1000 Mitarbeiter und über 50 jetzt Leiter im Werk, wie ich die finde. Ich sage, ich finde überhaupt keinen. Die finden alle mich. Die kommen zu mir. Und dann darf ich sie beeinflussen. Und zwar, dass sie frei werden von sich selbst und voll werden vom Heiligen Geist. Also schauen wir uns einmal an, das Waisenmädchen Esther, im Esther 2,7. Mordechai hatte eine Cousine mit Namen Hadassa, auch Esther genannt. Er war ihr Vormund, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Die junge Frau hatte eine schöne Figur und ein hübsches Gesicht. Nach dem Tod ihrer Eltern nahm Mordechai sie in sein Haus und zog sie wie seine eigene Tochter auf. Also diese junge Esther oder Hadassa, die hat im Exil gelebt. Ja? Und ihr Lieben, ein Waisenkind ist nicht gerade das Bevorzugteste. Aber mit Klugheit und Umsicht gelang es ihr, die Pläne Hamas zu vereiteln und ihrem Adoptivvater Mordechai zu einer Stellung im Hof zu verhelfen. Durch ihr mutiges Handeln, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Ihr Lieben, die Angst vor dem Tod müssen wir hundertprozentig überwinden, wenn wir eine Person werden wollen im Reich Gottes, mit der Gott arbeiten kann. Solange du noch Angst hast vom Sterben, kann man dich erschrecken. Und zur Zeit ist, ich würde sagen, fast 90% der Weltbevölkerung erschrocken und bereit, alles zu tun, um wieder in den alten Zustand zurückzukommen, der nie mehr kommen wird. Denn wir sind jetzt im Aufbruch auf das Neue. Gott schafft das Neue. Das Reich Gottes ist nahe. Wir sind jetzt am Ende der Endzeit. Und Jesus kommt bald. Und er kommt für seine Braut. Also durch ihr mutiges Handeln, ihre Bereitschaft zu sterben für ihr Volk, wurde das gesamte jüdische Volk im Persischen Reich vor dem gewaltsamen Tod verschont. Also der Mordechai und die Esther, die hatten Vorbildcharakter. Ihr Lieben, bei hervorragenden Menschen geht es hauptsächlich um Charakter. Sie blieben Gott treu, auch unter Verfolgung, und setzten sich für das Wohl und den Schutz anderer ein. Und obwohl Esther als Königin sicher eine gute Stellung hatte, war sie doch ein einfaches Mädchen, deren Einfluss durch Gesetze, sie durfte sich dem König nicht unerlaubt nähern, doch sehr begrenzt war. Aus einem Waisenkind einer Jüdin im Exil wurde eine Retterin des jüdischen Volkes. Gott beruft die Begabenen. Und David, ihr Lieben, David ist der Nächste, den keiner wählen würde als nächsten König im Reich Gottes. Ein Hirtenjunge, der Jüngste in seiner Familie. Und irgendwo haben wir mal in der Bibel gelesen, wo der David schreibt, meine Mutter empfing mich in Sünde. Also ich habe die Vermutung, dass er ein unehrliches Kind war. David war ein Hirte, war Tag und Nacht draußen im Freien. Er kämpfte mit Löwen und Bären. Das lesen wir in 1. Samuel 17, 36a.
um das Leben seiner ihm anvertrauten Herde zu schützen. Und in der freien Zeit hat er mit einer Schleuder und Steinchen absolute Sicherheit bekommen, das Ziel mit dem ersten Stein zu erreichen. Und er spielte die Harfe und lobte Gott. Er war alleine, keiner hat ihn gesehen. Er nutzte die Zeit und übte sich in seinen Talenten, auch wenn ihn draußen auf dem Feld niemand sah. Und er war auch nicht geachtet als Jüngster unter seinen Brüdern. Als der Prophet kam, um einen neuen König zu salben, wurde David auf dem Feld vergessen. Erst als der Vater gefragt wurde, ob das alles seine Söhne seien, wurde auch David herbeigeholt. Er war sonnengebräunt, gut aussehend und hatte schöne Augen. Und der Herr sprach, ja, das ist er, salbe ihn. Doch noch war David nicht offiziell König, Saul war der Regent. Der wurde jedoch immer wieder von einem bösen Geist befallen. Und dann könnt ihr die ganze Geschichte nachlesen im 1. Samuel 16, wie er dann an den Königshof kam. Und ja, interessant, den langen Weg der Vorbereitung und der Zurüstung, bis er dann endlich König wurde von Israel. Der Mose, aufgewachsen bei der Pflegefamilie und war ein Mörder. Ihr Lieben, die Geschichte von Mose, die berührt mich sehr. Müsst ihr nachlesen. Lasst euch von diesen Menschen inspirieren, die Gott verwendet hat, um Völker zu retten. Wir brauchen jetzt wieder Joshuas und Kalebs, die noch Millionen Menschen retten vor falschen Entscheidungen, vor ewigem Tod und sie hineinbringen in eine Liebesbeziehung mit Gott durch Jesus Christus für ein Leben in Ewigkeit, in Herrlichkeit, in Liebe, in Kraft. Dann der Noah, er war ein einfacher Mann ohne Fachwissen für die Aufgabe, die er erfüllen sollte. Also der Noah, wisst ihr, 100 Jahre wurde der, Gott hat ihm gesagt, er soll auf einem Berg, wo weit und breit kein Wasser war, ein riesiges Schiff bauen. Er war weder Zimmermann noch Schiffbauer, aber Gott hat ihm Stück für Stück gezeigt. Und er hat gehorcht. Er war ein Mann des Glaubens. Er war ein Gerechter. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Und liebe ihr Lieben, das ist jetzt auch gefragt, dass wir in enger Gemeinschaft mit Gott leben. Nicht mit den Ängsten, nicht mit den, ja, mit den ganzen Ereignissen. Wir müssen in enger Gemeinschaft mit Gott leben und wissen, wir sind am Ende der Endzeit. Und Jesus kommt bald. Es heißt im 1. Mose 6, 22 und 1. Mose 7, 5, Noah führte alles genauso aus, wie Gott es ihm befohlen hatte. In 1. Mose 6, 22 und 1. Mose 7, 5 lesen wir, dass Noah führte alles genauso aus, wie Gott es ihm befohlen hatte. Durch seinen Glauben an Gott wurde er gerettet. Und ihr Lieben, wir sind in derselben Zeit. Durch unseren Glauben an Gott werden wir gerettet werden. Im Hebräer 11, 7. Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Außerdem wurde er aufgrund seines Glaubens von Gott mit einem ewigen Bund geehrt. Davon lesen wir im 1. Mose 9, 12 bis 16. Und Gott sprach, ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über die Erde schicke, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. Dann werde ich an meinen Bund mit euch und mit allem, was lebt, denken. Niemals mehr wird eine Flut alles Leben auf der Erde vernichten. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um mich an den ewigen Bund zu erinnern, den ich mit allen Lebewesen auf Erden geschlossen habe. Ja, also mit Wasser wird Gott die Erde nicht mehr zerstören. Aber diesmal, glaube ich, kommt es mit Feuer. Auch Noah ist ein Vorbild für uns. Nicht die Meinung anderer über ihn war ihm wichtig, sondern allein das, was Gott ihm sagte.
Und obwohl er keine Ahnung vom Schiffsbau hatte, vertraute er Gott, dass das Vorhaben gelingen würde, wenn er auf sein Wort hörte und alles so ausführte, wie Gott es ihm auftrug. Ihr Lieben, ich könnte noch ganz, ganz viele Menschen aus der Bibel erwähnen, die großartig wurden, die Gott verwenden konnte, um Mächtiges auf der Welt zu bewegen. Eine davon ist noch die Maria, die Mutter Jesu, nicht die Mutter Gottes, die Mutter des Menschen Jesu. Ein einfaches Mädchen, denn Gott braucht keine Mutter, okay? Maria war ein gehorsames, gottergebenes, tiefgläubiges, demütiges, junges Mädchen. Sie war bereit, Jesus in sich aufzunehmen, ihn wachsen zu lassen, bis die Welt ihn sehen konnte. Und dann antwortete sie, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Das lesen wir in Lukas 1, 38. Man muss sich bewusst machen, dass sie in Gefahr war, gesteinigt zu werden, als sie schwanger wurde, obwohl sie noch nicht verheiratet war. Genauso hätte es sein können, dass man sie für verrückt erklärte wegen der Geschichte, die sie zu erzählen hatte. Und es bestand die Möglichkeit, dass sie den Mann verlor, mit dem sie verlobt war. Doch obwohl sie vieles nicht verstand und sicher auch ein wenig Angst hatte, lobte sie Gott. Das lesen wir dann jetzt in Lukas 1, 46 bis 55. Maria erwiderte, gelobt sei der Herr, ich freue mich an Gott, meinem Retter. Er hat seiner unbedeutenden Magd Beachtung geschenkt. Darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. Denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder. Wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut, er hat Fürsten vom Thron gestürzt und Niedrigstehende erhöht. Die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Und nun hat er seinem Diener Israel geholfen. Er hat seine Verheißung nicht vergessen, barmherzig zu sein, wie er es unseren Vorfahren Abraham und seinen Kindern immer verheißen hat. Also, sie achtete sorgfältig auf alles, was sie mit Jesus erlebte und behielt es in Erinnerung. In Lukas 2,51 lesen wir, dass sie vieles auch nicht verstanden hat. Daraufhin kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn, Jesus. Seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. Sie stellte niemals sich selbst in den Mittelpunkt, sondern wies alle Menschen auf Jesus hin. Amen. Also, was die Maria dann im Laufe ihres Lebens mit diesem Sohn, von dem sie wusste, dass er ein Sohn, ein außergewöhnlicher Sohn ist, und zwar der verheißene Sohn Gottes. Und sie behielt Dinge in ihrem Herzen und sie hat sich nicht als besonders gerühmt, sondern sie hat die Barmherzigkeit erkannt, die Gott an ihr geübt hat. Ja, ihr Lieben, wisst ihr, wir müssen die Prüfungen bestehen, die wir haben. Da ist der gute Josef ein unwahrscheinliches Beispiel, der die Prüfung bestanden hat, nämlich von der Frau dieses Herrn, dem er unterstellt war, nicht nachzugeben. Also ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir in den Tagen unseres Lebens, in den Entscheidungen, die wir machen müssen, uns so entscheiden, wie Gott möchte, dass wir uns entscheiden. Ja? Aber rechne mit der Gnade Gottes. Du musst gegen den Strom schwimmen. Du musst lernen, Entscheidungen zu treffen, die vor Gott bestehen können. Baue eine tiefe, liebevolle Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Lies das Wort Gottes und nähre dich von ihm. Also das Wort muss in uns Fleisch werden. Und in der Vorbereitungszeit, die Gott absolut hat für diejenigen, die er für Großes auserwählt, gibt es eine Vorbereitungszeit. Und in der Vorbereitungszeit hat er zwei Geschwindigkeitsstufen, langsam und sehr langsam. Aber wenn er dich dann dort hat, wo dein Charakter mit der Berufung, die er für dich hat, übereinstimmt,
dann kommst du auf die Autobahn der Herrlichkeit Gottes. Und da wirst du dann sagen, bitte langsam. In der Vorbereitungszeit geht uns alles zu langsam, aber dann wird er schnell. Denn dann musst du wirklich in jeder Situation, ohne lang zu denken, die richtigen Entscheidungen treffen. Und zwar möchte ich da jetzt ein paar Gedanken euch geben. Wir brauchen nicht großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Nur ein paar Gramm Gehorsam sind mehr wert als Tonnen von Gebeten. Die Wege der Menschen führen zu einem hoffnungslosen Ende, die Wege Gottes führen zu einer endlosen Hoffnung. Wer vor Gott kniet, kann vor jedermann stehen. Wenn du betest, gib Gott keine Anweisungen, sondern melde dich zum Dienst. Wir werden nie die Botschaft Gottes verändern, die Botschaft Gottes verändert uns. Trainiere täglich, geh mit Gott. Sorgen machen ist die Dunkelkammer, in der Negative entstehen. Gib Gott, was richtig ist und nicht, was übrig bleibt. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Gott sucht Menschen, die ihn mehr lieben als alles andere und die die Sünde mehr hassen als alles andere. Mit solchen Menschen kann er die Welt verändern. Und Mahatma Gandhi hat ein gutes Wort gesagt. Er sagt, wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Ja, also ihr Lieben, es geht, dass das Seelische, was sich gegen die Liebe und Wahrheit Gottes auflehnt, dass das gebrochen wird, dass das ans Kreuz kommt, dass wir alles austauschen, was nicht mit dem Charakter Jesu übereinstimmt. Und da brauchen wir eine Erziehung durch den Heiligen Geist, ich sag's euch. Das kann manchmal sehr, sehr schmerzhaft sein. Zerbrochen muss werden, was eben nicht mit, also was nicht aus dem Heiligen Geist geboren ist und wo wir nicht in der Abhängigkeit von Gott leben. Ja. Gott möchte, dass wir Kalebs werden, Joshuas, Esthers, wie die drei Jünglinge im Feuerofen. Sie haben gesagt, auch wenn Gott uns nicht rettet, wir werden uns nicht beugen. Und ich glaube, wir sind jetzt wieder in einer Zeit, wo wir lernen müssen, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Er möchte, dass wir frei werden. Er möchte frei werden, dass wir frei werden vom ständigen schlechten Gewissen. Dass wir frei werden von Begrenzungen. Ja, das kann Gott mit mir nicht machen. Du wirst dich nicht wundern. Du wirst dich noch wundern, was Gott mit dir machen kann. Wenn er durch einen Mann wie Noah, der keine Ahnung hat von Schiffbau oder überhaupt Holzbearbeitung, eine Arche bauen kann, die diese riesige weltweite Flut überlebt. Und dann die Titanic, die von Experten, die angegeben haben, dass das Schiff nie sinken wird, gebaut wurde. Das Schiff ist untergegangen. Aber die Arche Noah hat überlebt. Gott möchte mit dir Dinge tun, die dich selbst total überraschen werden. Aber du möchtest, dass du frei wirst von Täuschung und von Lüge. Dass du frei wirst von falschen Erwartungen. Dass du frei wirst von Idealismus und Besserwisserei. Frei wirst von deiner Vergangenheit. Dass du erkennen lernst, wer du bist als Kind Gottes, ihr Lieben. Da geht es wirklich ans Eingemachte. Du bist ein unwahrscheinlich geliebtes, gewolltes, geschätztes Kind Gottes. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Wir müssen frei werden vom Aufschieben in die Zukunft. Frei werden von Sorgen. Ihr Lieben, Gott, wer sich sorgt, sagt eigentlich zu Gott, das schaffst du nicht, da muss ich mich selber drum kümmern. Reiner Stolz und Unglauben. Wir müssen frei werden von Menschenfurcht. Frei werden von uns selbst und dann in dieser Freiheit stehen. Also auf der einen Seite müssen wir frei werden und auf der anderen Seite müssen wir lernen, in den neuen Prinzipien zu leben. Und zwar in diesem weiten Land der Bestimmung, das Gott für dich vorbereitet hat. Im Hiob 36, 16 heißt es, auch dich rettet Gott aus dem Rachen der Not. Anstelle der Enge schenkt er dir einen weiten Raum, Behaglichkeit an einem reich gedeckten Tisch. Noah, ich glaube, das Leiden Noah war vielleicht ein Jahr. Er hat noch viele Jahre danach gelebt und Gott hat alles vielfach zurückerstattet, was er verloren hatte.
Wir müssen lernen, den Verheißungen Gottes zu glauben. Ihr Lieben, Gott kann nicht lügen. Sein Wort ist wahr und er kann die nicht enttäuschen, die ihm hundertprozentig vertrauen. Wir müssen lernen, in unserer Leidenschaft zu leben. Gott hat in jeden eine Leidenschaft hineingelegt und in der sollen wir lernen zu leben. Wir müssen lernen, großzügig zu geben, großzügig und freudig zu geben. Ja, also das ist ein großes Kapitel. Wir müssen lernen, zur Wahrheit zu stehen. Wir müssen lernen, der Vergebung zu vergeben. Ihr Lieben, wir können es uns nicht leisten, nicht zu vergeben. Wir müssen lernen, zu vergeben. Wir müssen um ein reines Herz bitten. Wir sollten beginnen mit einem neuen Lebensstil. Einen neuen Lebensstil. Wir sollten wirklich... Wenn Leute sagen, du bist immer noch die gleiche, dann sage ich, das ist aber für mich überhaupt kein Kompliment. Ich möchte mich verändern. Wenn du mich genau anschaust, ich glaube, du siehst eine Veränderung. Und wir sollen beten, dass Gott unser Gebiet erweitert. Und da erinnere ich euch an den Jabes. Der Jabes, der geboren wurde und mit einem Namen bekam, dass er seiner Mutter Schmerz zubereitete bei der Geburt. Was für einen fürchterlichen Namen. Aber er betete und er sprach, segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Sei bei mir in allem, was ich tue und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Das lesen wir in 1. Chronik 14. Und da habe ich viele Gebiete entdeckt, in denen Gott uns das Gebiet erweitern soll. Gebiet des Glaubens, Gebiet der Freude, der Liebesfähigkeit, der Weisheit, der Autorität, der Vollmacht, des Dienens, des Glaubens, des Gebetslebens, des fröhlichen Gebens, des Vertrauens, der Freundschaften, der Treue, der Wahrhaftigkeit, des Fleißes, der Leidensbereitschaft, das Gebiet des Hungers und Durstes nach dem Wort Gottes, das Gebiet der Gerechtigkeit, das Gebiet der Finanzen, das Gebiet des Einflusses, das Gebiet des Durchhaltevermögens, des Friedens, der Herzensreinheit. Bete. Gott möchte dich in alle Richtungen strecken. Und dir, in dir mehr und mehr den Charakter seines Sohnes, Jesus Christus, freisetzen. Ja, und er möchte uns dorthin bringen, dass wir nur mehr dem Vater vertrauen. Jesus vertraute nur seinem Vater, das lesen wir in Johannes 2, 24 bis 25. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie und wusste, wie es in den Menschen wirklich aussieht. Ihm brauchte über die menschliche Natur niemand etwas sagen. Für Jesus waren die Liebe und die Fürsorge seines himmlischen Vaters ausreichend. Johannes 3,35. Der Vater liebt seinen Sohn und hat ihm Macht über alles gegeben. Jesus war völlig vom Vater abhängig. Johannes 5,19 bis 20. Daraufhin erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und der Sohn wird noch weit Größeres tun. Ihr werdet staunen über das, was er tun wird. Ich habe mich oft gewundert über diese Schriftstelle, wo es heißt, dass wir noch Größeres tun werden. Ich habe gedacht, Herr Jesus, wenn ich tun werde, was du getan hast, bin ich schon sehr dankbar. Und dann hat Gott mir die Augen geöffnet, dass wir schon Größeres tun. Mit diesem YouTube, das ich euch schicke, kann ich viel mehr Menschen erreichen, als Jesus es je tun konnte auf Erden. Er konnte nur zu den Menschen predigen, die gerade vor ihm waren. Wir haben ganz andere Mittel jetzt. Wir können weltweit predigen. Dann in Johannes 5, 31 bis 32. Jesus brauchte nichts zu beweisen. Wenn ich als Zeuge für mich selbst auftreten würde, wäre mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Doch es gibt noch einen anderen Zeugen für mich. Und ich weiß, dass alles, was er über mich sagt, wahr ist. Ja, und Jesus ging es nicht um die Ehre von Menschen. Johannes 5, 41 bis 44. Eure Zustimmung oder Ablehnung kümmert mich nicht, weil ich weiß, dass ihr Gottes Liebe nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, aber ihr wollt mich nicht akzeptieren.
obwohl ihr andere, die nur in ihrem eigenen Namen auftreten, bereitwillig akzeptieren werdet. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn ihr seid stets bereit, euch gegenseitig zu ehren. Die Ehre aber, die nur von Gott kommen kann, bedeutet euch nichts. Dann, Jesus kannte seinen Vater und gehorchte ihm. Ihr behauptet, er ist unser Gott, aber ihr kennt ihn ja nicht einmal. Ich dagegen kenne ihn. Wenn ich etwas anderes behaupten würde, dann wäre ich eben solcher Lügner wie ihr. Aber es ist wahr, ich kenne ihn und gehorche ihm. Johannes 8, 54b und 55. Ihr Lieben, Gehorsam ist das Um und Auf im Reich Gottes als Jünger Jesu. Gehorch, gehorch. Setz dich in Bewegung und horch, was Gott spricht und tu es. Ja, dann siebtens, durch seinen Gehorsam erfuhr Jesus die Liebe des Vaters. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat, sagt Jesus selbst. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Johannes 15, 9 und 10. Ja, also es gibt noch sehr viel zu sagen zu diesem Thema. Aber eines ist noch ganz wichtig. Wandle in den Werken, die Gott für dich vorbereitet hat. Du musst dir gar nichts einfallen lassen. Er hat alles vorbereitet. Epheser 2, 8 bis 10. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Also, du musst dir gar nichts einfallen lassen. Er hat alles schon vorbereitet. Ja, und dann rate ich dir, wachse, wo du bist. Manche Leute wollen Evangelist werden, aber sie erwarten sich eine Bühne, riesige Menschenmenge und ein Mikrofon. Dabei triffst du jeden Tag Menschen, denen du die frohe Botschaft mitteilen kannst. Und das würde ich dir raten. Erkenne jeden Tag, dass du ein Missionar bist, wo immer du bist, oder ein Missionsfeld. Und wenn du nur sagst zu einem Menschen, weißt du schon, dass Gott einen guten Tag hatte, als er dich erschuf. Gott macht keinen Mist, er hat nur wunderbare Originale und du bist eines davon. Dann, ihr Lieben, lebt als Königskind. Lebe nicht als irgendetwas, sondern als Königskind. Du bist das Kind eines Königs. Und du hast die Aufgabe, den König zu reflektieren. Da wäre noch viel dazu zu sagen, aber das kannst du dir selber jetzt in der Bibel heraussuchen. Oder das Buch kaufen und dann alles lesen und dann verinnerlichen. Denn es muss verstoffwechselt werden, ihr Lieben. Und lebe mit einer neuen Ausstrahlung. Lebe als Jünger. Lebe als Jünger. Das ist nämlich das Ziel, die Aufgabe von Gott. Wir sollen alle Nationen zu Jünger machen. Ja, also Jünger werden daran erkannt, dass sie mit Jesus gewesen sind. Das lesen wir in Apostelgeschichte 4,13. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen. Denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer in dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten. Ja, dann Jünger werden daran erkannt, dass sie dem Wort Gottes gehorchen. Johannes Evangelium 14, 23 bis 24. Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage. Vergesst nicht, meine Worte kommen nicht aus mir selbst, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Jünger werden daran erkannt, dass sie Frucht bringen. Johannes 15, 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Jünger werden an ihrer Liebe erkannt, die sich in der unerschütterlichen Nachfolge ausdrückt. In Johannes 15, 12 heißt es, ich gebiete euch einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Und in Johannes 12, 26 steht,
Wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen. Denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Ihr Lieben, ein Jünger wird daran erkannt, dass er immer ähnlicher wird wie der Meister. Und unser Meister ist und bleibt Jesus Christus. Und deshalb ist es so wichtig, dass jeder, der sich Christ nennt, auch eine Jüngerschaftsschule durchgeht. Wir bieten sie an, wir haben jetzt einen messianischen Juden in unserem Werk in Uganda und wir bieten an, ich glaube, um die 50 Videos, wo du lernen darfst, ein Jünger Jesu zu werden. Und es ist ganz, ganz wichtig, denn alles andere geht an dem vorbei, was Gott mit uns als Reich Gottesbürger geplant hat. Amen. Ihr Lieben, ich vertraue, dass ich nicht zu schnell gesprochen habe, sonst bitte hört euch das Video noch einmal an. Aber ich bin dankbar, dass ich jetzt diese Botschaft euch geben durfte und ich vertraue, dass es ganz, ganz viele Auswirkungen in vielen Herzen hat. Denn der Herr Jesus ist gekommen, um uns das Leben zu bringen, das Leben in Fülle. Und so viele Christen vegetieren. Bei denen erkennt man keine Fülle. Und ich bitte den Herrn, dass er so viel Fülle durch mich fließen lässt, dass alle wollen, was ich habe. Ja, jetzt ist es auch gut, wenn wir das Video bald fertig machen, denn es ist ein Sturm im Anzug. Der Herr segne euch und behüte euch und gebe euch Hunger und Durst und ein tiefes Verlangen, ein Mensch von Bedeutung zu werden, ein Mensch, durch den Dinge verändert werden, der auf der Welt ein Erbe hinterlässt. Meine Frage an dich, was würde die Welt heute vermissen, wenn du sterben würdest? Hast du schon etwas hinterlassen, wo Menschen sich daran erfreuen können? Im Geistlichen hauptsächlich. Okay, ich grüße euch herzlich aus Uganda und grüße euch mit einem allerliebsten Shalom, Shalom.